ist schwierig in Worte zu fassen, was das im Hirn macht, auch wenn man stumpf auf der Rolle 3 Stunden mit anderen Idioten, die auch auf diesem Online-Portal mit dir um die Wette fahren, so, aber ich habe noch nie bereut, entweder laufen gegangen oder Radfahren gegangen zu sein. Das war noch nie so, dass ich mir danach gesagt habe, so ey, pff, hättest du echt mal stecken lassen können. Also das ist so eine unbestimmte Zufriedenheit von innen. Nicht, weil du besonders schnell oder weit gelaufen bist, sondern einfach, weil du ein ganz anderes Gefühl für dich bekommst. Ich habe das ganz oft, dass ich Leute kennenlernen, die überhaupt kein Gefühl für ihren Körper haben, was für mich immer mega schräg ist, aber das ist wahrscheinlich die Mehrheit der Gesellschaft. Die Hühner haben wir von der Hühnerrettung Franken e.V. Anstatt immer nur zu reden, dass man gern helfen würde, haben wir das Heft in die Hand genommen und eine Stallung gebaut, um dann 5 Stück aufzunehmen, weil wir für mehr leider nicht mehr Platz haben. Ich habe mal, als ich noch ganz, ganz jung war, habe ich irgendwann die glorreiche Idee gehabt, dass ich als DJ und Teilzeitalkoholiker mein Geld verdienen werde. Ja, das hat dann 2010, 2011 geendet, nachdem mir klar geworden ist, dass mein kompletter Freundeskreis aus diesem Zirkel ist und es relativ destruktiv war. Gefühlt entwickelst du dich da einfach nicht weiter. Du redest immer mit den gleichen Leuten übers Trinken, über die letzte Party und im Grunde wiederholt sich das halt ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich war nie in der Lage, irgendwie kurz davor zu sein, irgendwie abzustürzen wegen irgendwelchen Drogen. Ich habe, wenn andere Drogen hatten, die auch mitkonsumiert, aber ich habe nie irgendwas selber gekauft. Durch meine Sozialisierung in der Skateboard-Szene waren halt Bands wie Minor Threat und so weiter immer Teil des Ganzen und auch dann Teil der Lösung, wenn man sich die Texte anhört und man selber ein destruktives Leben führt, stellt man das halt, wenn man möchte, irgendwann in Frage, ob das wirklich so geil ist, nur weil es alle machen, das auch zu machen. Ihr denkt, es geht rein, ne? Aber es geht nicht rein. Ja, ihr bleibt draußen. Komm mal. Komm gleich wieder. Stehen sie vor der Tür und wollen rein. Schau mal, Mali. Hoppa. Genau. Na, die sind ja alle aus der Tötungsstation in Spanien gekommen. Und manche verkraften es besser als andere. Er zum Beispiel ist die Ruhe selbst. Na, du bist ein Hübscher, ne? Ja. Du bist der Einzige, der wie ein normaler Hund ist. Der holt auch Stöckchen und so einen Scheiß. In der quasi Anfangszeit, wo man noch ganz schreckliche Sachen getragen hat und sich immer gewundert hat, ob es da draußen nicht eine Gruppe von Menschen gibt, die vielleicht nicht nur gerne zusammenläuft, sondern auch anderweitig geteilte Interessen hat. Und dann habe ich Willpower gesehen und der schaut aus wie eine Crew von Leuten, mit denen man abhängen möchte. Da kommt der musikalische Hintergrund irgendwie mit dazu, aus der Hardcore-Szene raus und dann aber auch eben dieses, ja, weiß man, dass da einfach ja, sich Leute zusammengetan haben oder zusammengeführt wurden, die einfach völlig organisch miteinander funktionieren und das ist was mein Leben sehr bereichert hat.